Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zu unserem Pressbriefing, das heute überschrieben ist mit Vor Beginn der Weltklimakonferenz in Dubai. Was wird wichtig in diesem Jahr auf der COP28? Der Klimagipfel findet dieses Jahr statt am Ende eines Jahres, das bisher mit schlechten Nachrichten nicht gegeizt hat. Wir erinnern uns sicherlich alle an die Temperaturrekorde für Luft- und Meerestemperaturen, an die Meereisminima in der Antarktis, aber vor allem auch die zwei Kriege im Nahen Osten und der Ukraine bestimmen die Nachrichten. Da ist auch immer die Frage, wie viel Aufmerksamkeit bekommt der Weltklimagipfel in diesem Jahr von den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in der Politik in genau dieser Situation? Wenn man auf die Teilnehmendenzahl guckt, 80.000 Menschen, habe ich gehört, fahren nach Dubai, um teilzunehmen, dann ist auch das ein Rekord und spricht natürlich dafür, dass die Aufmerksamkeit doch sehr hoch sein könnte. Die Top-Themen, soweit ich informiert bin, dürften zum einen der Global Stocktake sein, die globale Bestandsaufnahme, bei der die Staaten zum einen beurteilen, wie weit der Fortschritt bei der Umsetzung der Pariser Klimaziele ist und welche Handlungsempfehlungen sie sich gegenseitig auferlegen oder sich gemeinsam darauf verständigen. Die künftige Rolle der Nutzung fossiler Energieträger dürfte weiterhin schwer umstritten sein. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an die Änderungen in letzter Minute vor 2 Jahren, als auf einmal aus einem Phase-Out aus Kohle ein Phase-Down wurde im Abschlussdokument. Man hört CCS, also Carbon Capture and Storage und die Direktentnahme von Kohlendioxid aus der Luft, soll ein wichtiges Thema sein. Aber auch die Finanzierungsfragen über den Green Climate Fund oder auch über den im vergangenen Jahr verhandelten Topf für Loss and Damage dürften eine Rolle spielen. Man hört, dass 6 Länder eine Initiative zum Ausbau der Nutzung der Kernenergie starten wollen. Im Vorfeld gab es Krach um den Präsidenten Ahmed Al-Jaber, der Präsident der COP ist. Er ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten Minister für Industrie- und Forschungstechnologien und gleichzeitig amtierender Geschäftsführer des 12. größten Ölkonzerns der Welt. Da könnte man Interessenkonflikte vermuten, aber um sich vor jeder Befangenheit zu schützen, ruft er auf, als gemeinsames Ziel auszurufen, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verdreifachen und die Steigerung der Energieeffizienz jährlich zu verdoppeln, also von 2 auf 4%. Die Internationale Energieagentur hat kürzlich berichtet, wenn man das schafft und 80% der Emissions 75% der Treibhausgas, der Methangasemissionen einspart, dann hätte man schon 80% der notwendigen Emissionsminderungen für das 1,5-Grad-Ziel erreicht. Bisschen Zahlen durcheinander, tut mir leid. Also im Grunde können wir das sagen, was wir auch in den vergangenen Jahren vor den Klimagipfeln gesagt haben. Jede Menge Druck auf der Leitung, um endlich in die Spur zu kommen, mehr oder weniger optimistische Erwartungen und dann tritt doch irgendwann in irgendeiner Form Ernüchterung ein. Wir werden sehen, wie es dies Jahr läuft. Dieses Pressbriefing soll Sie und uns auf die COP vorzubereiten und zu wissen, was denn wichtige Meilensteine sein könnten und was unbedingt vermieden werden sollte. Ich freue mich, dass wir 3 Experten für dieses Pressbriefing gewinnen konnten und ich freue mich besonders, weil Sie ja alle mehr oder weniger auf dem Sprung nach Dubai sind und sicherlich kräftezehrende Wochen vor sich haben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch Ihnen und vor allem Ihnen, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung. Nutzen Sie dies, um Ihre Fragen loszuwerden. Sie können die hier unten in das Frage- und Antwort-Tool reinschreiben. Ich bekomme die dann hier ins Studio gespielt und wir werden uns darum kümmern. Ich freue mich, wenn Sie viele Fragen stellen. Wir schaffen wahrscheinlich nicht alle, so wie ich Sie kenne, und ich entschuldige mich schon mal für die Fragen, die wir nicht loswerden, nicht einbringen können. Ich stelle Ihnen jetzt die Experten vor und dann können wir auch gleich anfangen mit Ihren Fragen. Bei der Vorstellung unterwerfe ich mich dem Diktat des Alphabets und deswegen beginne ich mit Ihnen, lieber Herr Höhne. Niklas Höhne ist Leiter und Geschäftsführer des New Climate Instituts in Köln und Professor für Mitigation of Greenhouse Gas Emissions an der Universität Wageningen in den Niederlanden. Lambert Schneider ist Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik in der Abteilung Energie und Klimaschutz am Ökosist-Institut in Berlin. Und die Runde komplett mache ich mit Raimund Schwarze, Leiter der Arbeitsgruppe Klimawandel und Extremereignisse im Department Ökonomie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig. Mein Name ist Silvio Wenzel, ich bin Redakteur für Klima und Umwelt hier am Science Media Center. Und Herr Höhne, ich möchte gerne mit einer Frage an Sie einsteigen. Ich habe ja kurz in der Moderation schon erzählt, in welcher Situation der Klimagipfel in diesem Jahr um Aufmerksamkeit ringt. Jetzt kam in dieser Woche der UN Emissions Gap Report raus, bei dem Sie ja auch einer der AutorInnen sind. Und der sagt, wir steuern, wenn wir so weitermachen, auf eine Erwärmung von 2,9 Grad zu. Und da habe ich gedacht, oh, aus dem Climate Action Tracker aus dem vergangenen Jahr, der ja aus Ihrem Institut auch kommt, hatte ich immer im Kopf so 2,7 Grad war da irgendwie die Benchmark. Und ich hatte mich auch daran gewöhnt, dass es immer so ein bisschen besser wurde. 3,4, 3,0, dann irgendwann unter 3, 2,7.
Und jetzt kommt irgendwie 2,9 wieder als Zahl raus. Hat sich denn die Situation verschlechtert und muss die COP deswegen noch mehr Gas geben, als auch in den vergangenen Jahren schon gefordert? Nee, wirklich verschlechtert hatte sich nicht. Wie gesagt, der UNEP Emissions Gap Report, der kommt jetzt schon seit 13 Jahren jedes Jahr raus. Und der ist dieses Mal betitelt als Broken Record, weil zweideutig eben auf der einen Seite eben das Klima spielt verrückt. Sie hatten es schon genannt. Das Klima spielt verrückt dieses Jahr mit Extremwerten und wir kriegen sozusagen einen Vorgeschmack auf das, was da noch kommt, wenn wir nicht schnell umsteuern. Und auf der anderen Seite Broken Record, weil wir immer wieder dasselbe erzählen, nämlich dass diese Lücke enorm ist, dass wir sehr viel mehr tun müssen und dass jetzt beim UNEP Emissions Gap Report die Temperatur ein kleines bisschen höher ist als letztes Jahr. Das liegt daran, dass die Modelle abgedatet worden sind und das ist also Teil der Unsicherheit, der methodischen Unsicherheit. Und auch der Climate Action Tracker ist immer ein bisschen niedriger als der UNEP Emissions Gap Report, weil der etwas aktueller ist. Also es ist so, dass schon jedes Jahr das ein klitzekleines bisschen runtergeht und etwas besser wird. Der Climate Action Tracker immer die neuesten Daten anguckt und der UNEP Gap Report Studien wie den Climate Action Tracker, aber auch andere zusammenfasst und deswegen das immer ein Jahr hinterherhinkt und deshalb immer ein bisschen weniger ist. Aber die Hauptmessage ist, mit den jetzt umgesetzten Maßnahmen, mit allem das, was die Länder machen, nicht das, was sie versprechen, sondern das, was sie machen, kommen wir so ungefähr rund bei 3 Grad oder ein bisschen darunter raus. Das wäre katastrophaler Klimawandel. Das ist eine Situation, an die können wir uns nicht anpassen. Das ist existenzbedrohend und das werden unsere Gesellschaften so nicht stemmen können. Wenn man aber das optimistische Szenario anguckt, dass sich alle Länder natürlich Nullziele gesetzt haben und dass sie tatsächlich auch null Treibhausgasemissionen umsetzen wollen, dann kommen wir auf etwas unter 2 Grad, auch mit einer Unsicherheit. Und das ist schon mal sehr gut, weil das sind niedrige Temperaturen, das haben wir vorher nicht vermelden können. Aber das wird nur passieren, wenn die Länder das auch tatsächlich tun. Und davon sind alle eigentlich noch sehr weit entfernt. Und damit wir das richtig einordnen können, was ist Ihre Rolle auf der COP und was werden Sie da treiben? Ja, ich bin schon sehr lange als Beobachter bei der Konferenz, also seit der ersten, ehrlich gesagt, dort, um eben die Wissenschaft zu vertreten und zu beobachten, was dort passiert, solche Berichte wie den Climate Action Tracker und den UNEP Emissions Gap Report vorzustellen und damit eben Informationen bereitzustellen, damit die Delegierten die richtigen Entscheidungen fällen können. Vielen Dank. Das Alphabet bringt mich jetzt zu Ihnen, Herr Schneider. Also US-Präsident Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping haben sich, ich glaube, in der vergangenen Woche getroffen und man hat so zwischen den Zeilen gehört, dass es Hoffnungen gibt, dass vielleicht ein Tauwetter zwischen beiden Ländern entstehen könnte, nachdem es im vergangenen Jahr ja rund um die Taiwan-Frage doch einiges an Spannung war. Als langjähriger oder als jemand, der schon viele Jahre teilnimmt an der COP, wie nehmen Sie denn diese Grundstimmung wahr in diesem Jahr? Ich meine, durch die beiden Kriege in der Ukraine und auch im Nahen Osten erscheint mir ja die Welt gleich in mehrere Lager als nur immer in zwei aufgeteilt. Ja, die Voraussetzungen für die COP sind dieses Jahr natürlich ganz besonders herausfordernd. Ich nehme es trotzdem so wahr, von dem, was man gehört hat, von den Vortreffen oder auch von den Verhandlungsgruppen, an denen ich selber teilgenommen habe, dass den meisten Staaten klar ist, dass wir das Klimaproblem trotzdem lösen müssen und dass trotzdem konstruktiv am Verhandlungstisch zu allen verschiedenen Themen konstruktiv weitergearbeitet wird. Also es kann natürlich sein, dass sowas passiert, was häufiger passiert, wie dass die Agenda lange blockiert bleibt, dass wir Blockaden haben. Aber ich rechne eigentlich eher damit, dass in zentralen Fragen Länder weiterkommen wollen. Also eine der wichtigsten Fragen wird ja die globale Bestandsaufnahme sein, dass wir sozusagen gucken, wo stehen wir bisher, wie viel haben wir erreicht und was brauchen wir für die nächste Runde der Klimabeiträge von Staaten, die 2025 neue Klimabeiträge einreichen müssen. Wie müssen die ausgestaltet sein? Welche globalen Ziele für einzelne Sektoren sollen da der Leitfaden sein? Das ist eines der wichtigsten Themen aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass da so auch von dem, was im Vorfeld passiert ist, es natürlich große Differenzen gibt, aber dass da schon die Staaten versuchen werden, zusammenzuarbeiten. Dankeschön. Was ist Ihre Rolle auf der COP und was haben Sie da alles vor? Genau, also ich bin Teil der EU-Verhandlungsdelegation und das Ökoinstitut unterstützt die EU-Verhandlungsdelegation in verschiedenen Fragen. Ich kümmere mich vor allem um internationale Kohlenstoffmärkte
also wie Länder internationalen Klimaschutz machen können und wie sie das dann bilanzieren. Wir arbeiten auch zur globalen Bestandsaufnahme, zum Flug- und Seeverkehr und zur ganzen Transparenzfragen, also der Berichterstattung von Ländern. Dankeschön. Herr Schwarzer, ich würde die Runde gerne jetzt komplett machen mit der Frage an Sie. Sie sind Umweltökonom und auf dieser COP wird es ja auch wieder viel um das Thema Finanzierung gehen. Einmal sicherlich um den Green Climate Fund, der ja 100 Milliarden Dollar pro Jahr für Entwicklungs- und Schwellenländer für das Thema Anpassung und Klimaschutz bereitstellen sollte. Ich glaube, 89,6 Milliarden sind im vergangenen Jahr zusammengekommen, also fast schon nah dran sozusagen. Und dann ja auch der im letzten Jahr verhandelte Fonds zu Loss and Damage wird sicherlich weiter Thema sein. Wie blicken Sie denn auf diese Finanzierungsfragen, wenn wir bedenken, dass es einerseits die beiden Kriege gibt und dann gefühlt auch die Staatshaushalte überall auf der Welt hochgradig angespannt sind oder sich gar in einer Schuldenkrise befinden? Ja, auch hier viele Herausforderungen natürlich, aber zunächst sehe ich auch, Stolpersteine wurden aus dem Weg geräumt. Also das 100-Milliarden-Ziel, kann man sagen, ist eigentlich schon in 2023 jedenfalls erwartungsgemäß erreicht, wenn man die Prognosen da zugrunde legt, die unabhängig von dem Standing Committee of Finance und aber auch der OECD erstellt wurden. Also nach dem Berechnungsschema ist dieser ja auch diese Altlast, die wir die ganze Zeit schon mit uns rumtragen, mal aus dem Weg geräumt. Jetzt stellen sich, wie Herr Schneider zu Recht sagte, die Ziele 2025 und danach. Das sind natürlich weitgehend noch ungeklärte Fragen. Es ist ein wichtiges Thema, weil daran die Glaubwürdigkeit auch der Zusagen der der Industrieländer gemessen werden bei Loss and Damage. Ja, auch da zunächst mal eine positive Meldung. Es waren fünf intensive Diskussionsrunden im Vorfeld. Das Thema ist ja sehr ad hoc eigentlich erst in den Verhandlungen in Ägypten auf den Tisch gekommen. Dann in sehr, wie gesagt, sehr intensiven Vorverhandlungen weit vorangetrieben worden. Ich schließe mich da jetzt einfach mal dem Urteil vom Kollegen Flassbart an, der sagt also, er bewertet es als einen Durchbruch, um schnell Mittel zu mobilisieren. Es wird nicht so ganz einfach sein, dass man das jetzt einfach übernimmt, was in der Vorlage von den technischen Vorverhandlungen eingespeist wird. Jetzt beginnen ja erst die Verhandlungen auf wirklich politischem Level. Und ich muss mindestens sagen, dass die US-Delegation diese Verhandlungen verlassen hat mit dem Hinweis darauf, das sei kein Konsensbeschluss. Also hier müssten wir wie damals, ich glaube, das war Cancun, als man mal Konsens minus X definiert hat, reicht auch für die Loss and Damage Verhandlung möglicherweise erwägen, wenn es hartnäckigen Widerstand eigentlich einer einzigen Partei geben wird. Aber zunächst, wie gesagt, die Zwischenstufen sind erreicht und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass man hier über diese Stufen weiterkommt. Was wird Ihre Rolle bei der COP sein? Also außer dass ich jetzt den Finanzstrom mir genauer anschaue, schon im Vorfeld auch, wird die Rolle eher so, ich habe ein Side-Event. Zum einen geht es um die Bewertung von den nationalen Anpassungsplänen, ein Thema, was jetzt nicht so im zentralen Verhandlungskern liegt, aber wo ich mit dem Global Green Growth Institute zusammen eben so eine begleitende Forschung gemacht habe. Da werden die Berichte vorgestellt. Ansonsten mein eigentliches Steckenpferd auch für die Zukunft ist, ich habe eine Einladung bekommen zum Pavillon, wo es um das Thema internationale Klimaverhandlungen in Bildung und Ausbildung geht. Das, was ich also seit Jahren an der Via Adrina gemacht habe, also solche Verhandlungen auch zu simulieren, werde ich dort mal vorstellen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ein paar Fragen sind schon reingekleckert. Seien Sie nicht schüchtern. Nutzen Sie das F&A-Tool und kloppen Sie auf die Tasten, damit wir hier fleißig Ihre Fragen an die Experten weitergeben können. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Global Stocktake, also zu dieser globalen Bestandsaufnahme, die ja, wenn ich richtig informiert bin, jetzt das erste Mal seit nach Eintreten des oder nach Verankern des Pariser Klimaschutzabkommens stattfindet, also die Bestandsaufnahme, wo stehen wir und was müssen wir tun, um weiter voranzukommen? Wenn ich jetzt überlege, wie in den vergangenen Jahren mit den nationalen
Beiträgen, also diesen NDCs immer umgegangen wurden und wie zögerlich die dann vielleicht oft auf den letzten Drücker sozusagen noch aktualisiert wurden. Wie sehr ist denn zu erwarten, dass diese Global Stocktake-Geschichte dieses Jahr wirklich substanzielle Fortschritte bringen wird, in welche Richtung auch immer? Wer möchte? Ich kann ja mal anfangen, genau. Also diese globale Bestandsaufnahme ist ein längerer Prozess, der läuft sozusagen über 2 Jahre und soll jetzt zum Abschluss gebracht werden. Und am Anfang wurden Informationen gesammelt, dann gab es technische Dialoge und jetzt wird eben eine Entscheidung vorbereitet, die im Prinzip diesen Prozess abschließen soll. Und die guckt sowohl zurück als auch nach vorne. Also die sagt sozusagen, wo stehen wir und hält das fest in der Entscheidung. Und das Wichtigere ist dann aber sozusagen die Konsequenz daraus, nach vorne blickend. Und dort gibt es eben zum Beispiel in dem letzten Dokument, was jetzt vorliegt, gibt es diese Ziele, die auch viel genannt werden, eine Verdreifachung der erneuerbaren Kapazität und so weiter. Aber es gibt in dem Dokument auch eine ganze Reihe von anderen Zielen für andere Sektoren, die sozusagen von Ländern eingebracht sind, die keineswegs Konsens sind, aber die sozusagen eine Richtung vorgeben. Ziele für einzelne Gase wie Methan, wie Lachgas, bis wann die in welchem Format reduziert werden sollen, für einzelne Sektoren wie den Verkehrssektor. Und die Idee ist, dass wenn man sozusagen ein bisschen spezifischer wird, was global passieren muss, das ist natürlich immer nur der globale Kontext, dass diese Informationen dann die Länder in den nächsten 2 Jahren nutzen können, wenn sie eben verpflichtet sind, neue Klimabeiträge in 2025 einzureichen und sozusagen so ein bisschen an diesen Entscheidungen vielleicht auch gemessen werden, wie sehr sie diese globalen Ziele in ihren Klimaschutzzielen dann einbeziehen. Das ist sozusagen die Idee, dass es ein selbstverstärkender Mechanismus ist. Wir sehen alle 5 Jahre, wo stehen wir? Aha, es reicht noch nicht. Und dann gibt es eben neue Klimaziele von allen Ländern, die diese Bestandsaufnahme berücksichtigen. Herr Höhne, dass das klappen kann, weil ich meine, es reicht noch nicht, das höre ich ja nicht zum ersten Mal in diesem Kontext. Ja, es gibt zwei Mechanismen, die hier wichtig sind. Das eine ist, ich glaube, der internationale Prozess ist sehr gut, so eine Vision vorzugeben. Ja, das 1,5-Grad-Ziel oder Netto-Null-Emissionen, das waren wirklich durchgreifende Änderungen, die in Paris dort beschlossen worden sind, weil sie ja eine Richtung vorgeben und sehr viele haben sich jetzt daran orientiert. Ja, also das Netto-Null-Idee ist jetzt überall. Alle Länder haben sich Netto-Null-Ziele gesetzt. Alle wollen aussteigen aus Kohle, aus dem Verbrennungsmotor, CO2-freien Stahl und so weiter. Das ist aus diesem Prozess heraus erwachsen, also eine globale Vision. Und genau das ist jetzt auch das, was aus dem Global Stocktake rauskommen kann, nur in detaillierterer Form, also Verdreifachen der Erneuerbaren, Erhöhung der Energieeffizienz oder andere sektorale Ziele. Das wäre sehr gut und das kann tatsächlich eine Wirkung entfalten. Das einzige Problem, das ich noch sehe beim Global Stocktake, ist, dass er so aufgesetzt ist. Er ist jetzt im Jahr 2023. Im Jahr 2025 sollen die Länder neue Ziele für das Jahr 35 setzen. Ja, das Problem ist aber, dass die Emissionen und die Ziele für 2030 vollkommen unzureichend sind. Also es reicht nicht, das Problem auf 2035 zu verschieben. Denn wenn wir nur das machen, wenn die Emissionen so hoch bleiben, wie wir jetzt denken bis 2030, dann emittieren wir im Jahr 2030 leider immer noch doppelt so viel, wie wir für das 1,5-Grad-Ziel dürften. Und wenn wir tatsächlich dieses hohe Niveau erreichen, dann können wir 1,5 Grad vergessen. Das schaffen wir nicht mehr. Das ist einfach zu spät. Also um das Ziel wirklich noch zu erreichen, müssen die Länder ihre 2030er-Ziele erhöhen. Und das wurde schon im Jahr 21 bei dem Glasgower Gipfel beschlossen, dass das die Länder unbedingt tun sollten. Da haben es nur ganz wenige gemacht. Dann wurde es in Ägypten nochmal beschlossen, dass sie das tun sollten im nächsten Jahr. Das haben in diesem Jahr nur 9 verschiedene Länder gemacht. Und das sieht man auf dem Bild nicht mal, weil das nur sehr wenig Auswirkungen hat. Also dieser Aufruf, die kurzfristigen Emissionen zu reduzieren, der hat nicht wirklich funktioniert. Und das ist das wirklich Enttäuschende aus meiner Sicht. Und hier müsste die Konferenz eigentlich, ja, müsste in den Notfallmodus gehen, müsste in einen ganz anderen Modus gehen und sagen, wenn wir das nicht ändern, was bis 2030 passiert, dann wird es sehr, sehr schwierig mit dem 1,5-Grad-Ziel, auch mit dem 2-Grad-Ziel. Denn je mehr wir emittieren, umso mehr Budget ist weg. Und dieser Rückstand ist ganz schwer wieder aufzubauen. Vielen Dank. Ich würde dann jetzt mit den Fragen der Kolleginnen und Kollegen einsteigen. Vielen Dank dafür. Da sind wirklich sehr interessante Fragen dabei.
Die erste Frage kommt von einem Kollegen. Welche Rolle kann die EU spielen vor der Europawahl, nach dem Weggang von Frans Timmermans und angesichts der jüngsten Rückschläge bei, wie er es in Anführungsstrichen schreibt, grünen Vorhaben? Herr Schneider, Sie lachen. Was denken Sie? Lambert. Na, ich lache, wer jetzt dazu sprechen will. Genau. Ich würde sagen, es ist eine schwierige Frage, welche Rolle, weil es kommt sehr aufs Themenfeld an. Sozusagen, es werden ja verschiedenste Themenstränge verhandelt. Insgesamt ist es so, dass ich denke, dass die EU eine relativ fortschrittliche sozusagen Position hat, mit denen sie in die Verhandlung geht, wenn man sich das sozusagen im globalen Kontext anguckt. Aber es gibt natürlich auch Länder, die zum Teil noch ambitioniertere Positionen haben beim Klimaschutz, einzelne Länder. Ich denke, dass die EU schon auf verschiedenster Ebene, also sowohl bei der Mantelentscheidung als auch beim globalen Bestandsaufnahme, als auch bei den anderen Themen eine wichtige Rolle spielen kann und Einfluss ausüben kann. Was sicher helfen würde, ist, wenn aus der EU in den Verhandlungen Beiträge kommen, um eben für diesen Fonds für Verluste und Schäden, das wird politisch einfach ein sehr großes Thema sein, dass dieser Fonds eingesetzt wird. Und wenn sozusagen aus einzelnen EU-Staaten oder aus der Kommission da erste Beiträge kommen, zu sagen, okay, wir zahlen in diesen Fonds bestimmte Summen ein, das würde sicher den Verhandlungen auf dem Gebiet sehr helfen. Aber wie sehr verändert sich die Dynamik dadurch, dass eine Person wie Frans Timmermans weg ist, der ja da immer sehr, sehr umtriebig war? Ja. Ja, Ja. Herr Günther. Grundsätzlich, das finde ich sehr interessant, bei den Klimaverhandlungen kommt es sehr auf Persönlichkeiten an. Die funktionieren gut, wenn die Persönlichkeiten sich dort verstehen, wenn sie verstehen, wie das funktioniert. Und da ist es natürlich ein großer Verlust, wenn so jemand wie Frans Timmermans nicht mehr dabei ist. Das macht die Sache sehr viel schwieriger. Das eine, was ich mir noch gewünscht hätte von der EU, wäre, weil ja aufgerufen worden ist, die Klimaschutzziele für 2030 zu erhöhen, dass das die EU auch gemacht hätte, hat sie ein bisschen verklausuliert, indem die Rechenregeln ein bisschen klarer dargestellt worden sind, aber eine wirkliche Ambitionssteigerung der EU war das noch nicht. Aber die EU sieht, glaube ich, trotzdem, ist ganz gut, steht ganz gut da, weil sie eben ein wirklich umfassendes Maßnahmenpaket gerade umgesetzt hat mit dem Fit for 55 Package, das ja, wenig Vergleich hat bei anderen Ländern. Also es reicht auch bei der EU nicht aus, aber da geht es immerhin voran. Und das ist ja eigentlich sehr gut für die Verhandlungen auch, weil es da immer Vorreiter braucht. Herr Schneider, kam eine Nachfrage an Sie. Welche Länder sind das, die zum Beispiel besser sind als die EU? Also es kommt immer aufs Thema an. Das kann man sozusagen nicht pauschal sagen, aber in einzelnen Themenbereichen haben zum Beispiel die Inselstaaten, die Alliance of Small Island States oder so, die haben natürlich zum Teil sehr ambitionierte Positionen. Die sind ja auch vom Klimawandel am stärksten betroffen. Genau, und sonst kommt es einfach sehr auf das Themenfeld an und je nachdem auch, was man als ambitioniert bezeichnet. Aber im globalen Kontext hat die EU, finde ich, insgesamt auch eine recht ambitionierte Position. Okay. Herr Schwarze, es kamen zwei Fragen, zumindest zwei, die ich jetzt hier gerade sehen kann, die sich auch mit der Frage, wie da deutsche Zusagen für die verschiedenen Finanztöpfe sozusagen beschäftigen. Wegen der Haushaltssperre kann Deutschland nach jetzigem Stand keine Finanzzusagen für Projekte machen, die Deutschland vor Ort gerne präsentieren will, insbesondere mit Partnerländern aus dem globalen Süden. Wie stark schwächt die desolate Haushaltslage die deutsche Position auf diesem Klimagipfel? Naja, also zunächst mal hatte ich erwartet, dass ja der KTF, also der Klima- und Transformationsfonds, im Mittelpunkt steht, der national ausgelegt ist. Also daraus flössen keine Mittel in die Loss-and-Damage-Zusagen. Das wird ja auch über das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit zentral gesteuert. Nun ist die Haushaltssperre ja verallgemeinert worden. Das Ganze ist also vielleicht jetzt was nicht mehr ganz als Argument vom Tisch zu wischen, dass man gucken muss, welche Versprechen man weitergeben kann, als die, die bereits gemacht wurden. Das, was vorliegt, 6 Milliarden Zusagen, sind schon gemachte Versprechungen. Genau genommen enthält es ja auch relativ viele Mittel aus dem
Bankensektor, die da noch reinfließen, also die gar nicht dem Haushalt und der Haushaltssperre damit unterliegen. Das heißt, die jetzt gemachten Zusagen für den Finanzbereich sind im Wesentlichen in trockenen Tüchern. Zusätzliche könnten zum Problem werden, aber ich sehe sie nicht in vorderster Linie. Es sind sicher keine Mittel, die auch nur annähernd irgendeinen Beitrag bringen könnten zum Stopfen der Haushaltslöcher, die jetzt gerissen wurden. Aber die 6 Milliarden sind ja meines Wissens nur für diesen Green Climate Fund, ne? Oder das ist richtig. Dann, naja, gut, aber es wurden Zusagen praktisch gemacht, bilateral, die jetzt im Loss-and-Damage-Bereich, wenn man so will, wirksam werden. Und alles andere geht natürlich, wie gerade von Herrn Schneider dargelegt, unter dem EU als führende Nation an oder als uns führende nationale Einheit. Da sind Mittelzusagen ja von Hoekstra, dem EU-Chefverhandler, gemacht worden, gedeckt durch Beschlüsse der EU. All das unterliegt in keiner Form den gegenwärtigen haushaltspolitischen Prozessen in Berlin. Daher habe ich wenig Sorgen, dass das jetzt unmittelbar Löcher reißt. Die nächste Frage finde ich auch sehr, sehr interessant. Wir haben den rapiden Aufwuchs der erneuerbaren Energien weltweit. Die Kosten dieser Energien, also die Gestehungskosten, liegen unter denen der fossilen Energien. Nun könnte man meinen, das würde genügen für einen zeitnahen Durchbruch der erneuerbaren Technik und der damit verbundenen zeitnahen Verdrängung fossiler Energien und Emissionssenkung. Dem ist aber anscheinend nicht so. Was sind die Hauptgründe oder ist das doch nicht so? Ja, noch nicht, würde ich sagen. Also es sieht insgesamt nicht rosig aus. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber in zwei Bereichen geht es doch schneller als gedacht. Und auch immer wieder werden wir überrascht, dass es schneller geht. Und das eine ist eben in der Tat die erneuerbaren Energien, insbesondere Photovoltaik. Die wird extrem schnell ausgebaut und die ist sogar so schnell, wie sie für das 1,5-Grad-Ziel sein sollte. Und das andere ist die Elektromobilität, also immer mehr Elektroautos werden verkauft, auch schneller als gedacht. Und das wäre auch schnell genug, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das sind positive Nachrichten und das zeigt eigentlich, dass wir das können, wenn wir das wollen. Ja? Also dann kann es zu sehr schnellen Veränderungen kommen, die uns immer wieder überraschen. Das ist aber nur in zwei Bereichen und in allen anderen Bereichen sind wir leider viel, viel, viel zu langsam. Und das, ne, die Energieeffizienz reicht noch nicht aus. Wir müssen die Wirtschaft umbauen, die ganze Landwirtschaft, die Ernährung umstellen und so weiter. Da sind noch so viele Baustellen, da müssen wir schneller werden. Aber für mich ist das die positive Nachricht, nämlich, dass es geht. Wenn wir das wirklich wollen, dann können wir ganze Sektoren so schnell umbauen, wie es für das 1,5-Grad-Ziel nötig ist. Und das müssen wir eben dann jetzt auch in den anderen Sektoren und Bereichen tun. Das heißt, die Antwort auf den zweiten Teil der Frage, den ich weggelassen habe, was wäre nötig, damit die Energiewende schneller global umgesetzt wäre? Wir müssen nur wollen. Das ist für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis, ja, weil wir haben die Technologien, wir haben die politischen Maßnahmen, wir wissen, dass es, wenn wir das richtig machen, wir in einer besseren Welt leben als vorher. Aber es passiert nicht und weil es eben so viele Widerstandskräfte gibt. Bei Elektromobilität und bei Erneuerbaren ist es so, dass man was Neues aufbaut. Das funktioniert immer gut. Wo es schwierig wird, ist immer, wenn man was Altes verdrängt. Und da entstehen dann eben Widerstände und da müssen wir gegen anarbeiten. Die nächste Frage von einem Kollegen. Welche Rolle spielen Vertreter der freien Wirtschaft vor Ort? Inwiefern erwarten Sie deren, Klammer auf, negativen, Klammer zu, Lobby-Einfluss? Herr Schneider? Ja, also es nehmen sehr viele Vertreter an den Konferenzen teil, aber von allen Seiten. Also wir haben die Umweltorganisationen von Fridays for Future über alle größeren Umweltorganisationen, die vor Ort sind. Und wir haben natürlich auch die Wirtschaftsvertreter. Die sozusagen diskutieren auch immer mit bei den Verhandlungen, geben ihre Meinung. Es gibt bilaterale Treffen. Ich würde trotzdem sagen, dass deren Einfluss begrenzt ist, insofern, dass die eigentlichen Verhandlungen finden zwischen Staaten statt und die meisten Staaten haben bereits ihre Positionen festgelegt. Also die EU hat sehr klar durch den Ratsbeschluss, aber auch durch Hintergrundpositionspapiere ihre Position festgelegt im Vorfeld. Und da spielen natürlich auch immer Lobbyinteressen eine gewisse Rolle.
Aber ich erlebe es nicht so im Verhandlungsalltag vor Ort, dass sozusagen die einen sehr großen Einfluss jetzt vor Ort haben. Okay, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen, die sich für mich so ein bisschen überschneiden. Zum einen gibt es ja verschiedene Thementage, auf denen die Staaten über Klimalösungen im positiven Sinne präsentieren wollen. Besteht darüber nicht die Gefahr, dass die wichtigste Aufgabe des Klimagipfels, nämlich die Emissionsminderung zu verhindern und ver verhindern, ach, verhandeln und voranzutreiben, ins Hintertreffen gerät? Bekommen wir anders gesagt einen großen PR-Gipfel ohne wirkliche CO2-Minderung? Und eine Frage einer Kollegin, die ich da gut passend findet, ist, inwiefern werden dann auf der COP vor allem vorbereitete Statements präsentiert, auch abgesprochene Positionen vertreten, oder inwieweit wird dort wirklich knallhart verhandelt und Neues beschlossen? Herr Schwarze. Vielleicht darf ich antworten. Ja, gut, ich glaube, die Befürchtung ist berechtigt von der Fragerin. Schauen wir darauf, was im Kern ja eigentlich passieren müsste in Dubai. So ist es ja letztlich den Global Stocktake als zentrales Vollzugsinstrument des Pariser Abkommens in Fahrt zu bringen. Nun, wenn wir dann schauen, wie erstens die Lage jetzt nach Vorverhandlungen ist, dann sind die Dokumente eher so, dass sie als kollektive Bestandsaufnahme eher erstmal das bereits Erreichte unter dem Paris-Abkommen recht positiv darstellen und eher die in der Zukunft den Prozess bestimmen wollen. Also das ist so ein das Verständnis ist, das ist ein allererster Stocktake. Das ist natürlich gar nicht, was viele Beobachter im Vorfeld gedacht haben, was hier passiert. Nämlich manche sprachen davon, dass es so ein Naming and Shaming als Mechanismus geben sollte. Das wird es jetzt nicht geben nach Stand der Dinge. Es bleibt eine rein kollektive Bestandsaufnahme. Und insofern kann man natürlich erwarten, dass das Kernthema, was viele jetzt erwartet haben, dass der Global Stocktake und damit der Vollzugsmechanismus wirksam wird, eher nicht passieren wird, sondern vieles ringsherum. Das alles trägt natürlich auch noch dazu bei, Emissionsminderungen mit zu transportieren. Das will ich gar nicht in Zweifel stellen. Also das ist ja ein vielfältiger Prozess. Da geht es zum Beispiel um die Methanproblematik, da geht es um Zielsetzungen, also die durchaus auch einen Beitrag konkret erbringen können. Aber wenn ich jetzt mal einfach das abstrahiere und nochmal an den Kern denke, werden wir an der Stelle sicher nicht vorankommen, denn es wird keinem Land in Dubai verordnet werden können, was es macht. Es bleibt bei den national bestimmten Beiträgen. Und insofern, ja, also gerade da, wo die Defizite jetzt am größten sind, nämlich bei den national bestimmten Beiträgen, kann man nicht vorankommen. Das geht halt einfach über dieses Instrumentarium nicht. Und der Bericht sieht keine neuen Instrumente, Ansätze jenseits der national bestimmten Beiträge in irgendeiner Form vor. Insofern ja doch, ich sehe die Gefahr, dass das eine Veranstaltung wird, die im Kern uns nicht sehr viel weiterbringen wird. Es gibt dann, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich beobachte ja den Finanztrack, wo man da sagt, also da kann es natürlich außerhalb dessen noch wichtige zusätzliche Fortschritte geben, aber ja, ist nicht sicher kontrovers, Herr Höhne. Wie sehen Sie es? Ja, ich sehe es ähnlich, muss ich sagen. Also weil die Konferenz hat ja jetzt schon 3 Jahre in Folge Länder aufgerufen, mehr zu tun ist 2030 und sie tun es nicht. Was ist deren gutes Recht, weil es eben so ein Bottom-up-Prozess ist. Aber wo die Konferenz eben gut ist, ist eben die Richtung zu weisen und so die Vision zu bestimmen. Und grundsätzlich ist es ja unendlich schwer, mit über fast 200 Staaten ein gemeinsames Papier zu verabschieden, ja, das auf jedes Komma jedem gefallen muss. Und das ist ja eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt geht. Und es geht genau dann, wenn es genügend öffentlichen Druck gibt, wenn die Länder nicht mehr nach Hause fahren können, ohne dort etwas beschlossen zu haben. Also wenn der Druck so hoch ist, dass man, und der Druck ist hoch, ja, weil der Klimawandel ist da, jeder sieht ihn und jeder wartet, dass dieser Gipfel etwas, ja, einen Schritt nach vorne macht. Und wenn eben dieser öffentliche Druck groß genug ist und Regierungen nicht nach Hause fahren können, ohne irgendetwas Positives beschlossen zu haben, dann funktioniert es auf einmal doch.
Und da geht es jetzt eben nicht um einzelne Ziele von einzelnen Ländern, sondern eben globale Ziele wie eben Verdreifachung der Erneuerbaren und aus meiner Sicht eben auch hoffentlich um den Ausstieg aus fossilen Energien. Das ist eben so ein Ziel, das sehr diskutiert wird. Ob das jetzt der Ausstieg ist aus fossilen Energien, das wäre genau die richtige Formulierung. Einige wollen nur den Ausstieg aus Emissionen oder nur den Ausstieg aus, ja, un, also aus, ja, eben nur die Emissionen und wollen das mit CCS hinbekommen. Das wäre aus meiner Sicht ein Fehler, ein großer Fehler. Es müsste eigentlich ein ganz klarer, ja, eine klare Aussage gemacht werden, dass das Ende der fossilen Energien kommt und dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, sich irgendwie dort zu engagieren und weiter in fossile zu investieren. Und wie groß sehen Sie die Chancen, dass sowas da tatsächlich drinsteht? Ja, das möchte ich nicht aufgeben. Und da gehen die Meinungen auseinander, ob es eine gute oder eine schlechte Idee ist, dass die Präsidentschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt. Auf der einen Seite muss man sagen, da gibt es einen Interessenkonflikt. Die anderen sagen, aber nur eine solche Präsidentschaft kann auch tatsächlich die andere Seite überzeugen. Ich weiß es nicht. Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Aber ich sehe halt den Druck des Klimas, das gerade zeigt, dass wir schnell etwas tun müssen. Und wenn dieser Druck sich auf die Regierung überträgt, und sie eben ohne einen solchen Erfolg nicht nach Hause fahren können, habe ich die Hoffnung nicht ausgegeben, dass man tatsächlich so klar formuliert. Und ich finde das ein bisschen gemein, weil ich mir immer, während Sie sprechen, überlege, welche Frage als nächstes kommt. Und Sie haben jetzt Andockpunkte für drei weitere Fragen gegeben. Da muss ich jetzt also schnell im Kopf umwürfeln. Aber Sie sprachen auch davon, nur in einem Land wie den Vereinigten Arabischen Emiraten als Gastgeber ist vielleicht auch so eine wirkmächtige Schlussbotschaft möglich. Zum Tagungsort Dubai. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja jetzt ein Staat, der sehr klassisch auch vom Verkauf fossiler Energieträger profitiert hat in der Vergangenheit. Wenn ich richtig informiert bin, ab 1. Januar auch noch Teil der BRICS-Staatenbundes sozusagen. Die Frage der Kollegin ist, es wird gemunkelt, dass man dort mit dem Auftreten besonders vieler Lobbyisten und Lobbyistinnen aus der Öl- und Gasindustrie rechnen kann. Ist an dem Munkeln was dran oder ist das sowieso immer in einem Umfang auf den COPs, der kaum zu übertreffen ist? Herr Also Schneider. die, So, achso, Entschuldigung. Herr Schneider, ja gut, Lambert, bitte, wenn du möchtest. Also ich kann das nicht einschätzen. Also ich glaube tatsächlich, es kann beides sein. Es kann eine Chance oder es kann ein Hindernis sein, dass das an diesem Ort stattfindet, dass wir diesen Präsidenten haben. Er will natürlich am Ende liefern. Und manchmal passiert es ja auch, dass gerade die Kräfte, von denen man es nicht erwartet, wenn die sich bewegen und wenn die sozusagen die Verantwortung für so eine Konferenz haben, dass dann manchmal eher etwas möglich ist, weil die eben unter massivem Druck sind, als dass wenn jemand, der wahnsinnig viel bewegen will und dann sozusagen den Druck von außen bekommt, weil hier kommt ja der Druck von innen sozusagen. Und manchmal kann man dann damit auch mehr bewirken. Das werden wir sehen. Ich wollte noch mal ganz kurz, wenn ich darf, noch mal auf diese Frage eingehen, sozusagen PR-Veranstaltung oder Verhandlung. Also es gibt ja so verschiedene Ebenen auf der Konferenz und es gibt ganz viele Bereiche, wo wirklich hart Wort für Wort Tag und Nacht verhandelt wird und wo vorher noch überhaupt nicht klar ist, was rauskommt. Also gerade bei diesen technischen Verhandlungen, auch bei der Mantelentscheidung und ich glaube auch beim Global Stocktake, es ist klar sozusagen, dass da nicht verhandelt wird, welche Ziele sich jetzt die Länder setzen sollen. Aber es wird schon eine sehr spannende Frage sein aus meiner Sicht, auf welche Ziele man sich einigen kann. Kann man sich mit Ziele für Methan, kann man sich auf Ziele für Lachgas einigen, für bestimmte Sektoren, wie dann eben, wie gesagt, wieder Anhaltspunkte geben dafür, woran sich Länder messen sollten oder wie sie sozusagen dann ihre eigenen Ziele umsetzen sollen. Und da ist noch sehr, sehr viel offen, was überhaupt, welche Formulierungen in den Text reinkommen und welche nicht. Also da wird wirklich vor Ort noch verhandelt und da ist auch noch viel Spielraum. Zum Glück, Herr Höhne, kann ich mich noch erinnern, was der zweite Andockpunkt in dem, was Sie gerade waren, ist, nämlich Thema CCS. Ich habe im Vorfeld jetzt ein paar Mal gehört, also Carbon Capture and Storage und auch CDR, also die Entnahme von CO2 aus der Luft, könnte ein wichtiges Verhandlungsthema sein. Wenn wir uns an den jüngsten oder an den aktuellen IPCC-Bericht erinnern, dann steht da ja drin, dass es oder gibt es ja da drin im Grunde kein Szenario, in dem wir die 1,5 Grad noch ohne tatsächlich CDR und CCS auch erreichen. Aber es wird auch durchaus gewarnt, CCS könnte sozusagen noch zu einer Verlängerung der Nutzung fossiler Energieträger
beisteuern. Deswegen hier die Frage von einem Kollegen, welche Rolle wird angesichts der weiterhin hohen Treibhausgasemissionen Carbon Capture and Storage auf diesem Klimagipfel spielen? Ja, ich würde es unbedingt trennen zwischen auf der einen Seite Carbon Capture and Storage, also CO2-Abscheidung und Speicherung für die fossilen Energieträger, auf der einen Seite, und dann wirklich, was man dann Carbon Dioxide Removal nennt, also CO2-Entfernung aus der Atmosphäre, wo man das ohne Fossile macht, sondern einfach CO2 aus der Atmosphäre herausholt. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge und die muss man separat diskutieren und nicht zusammenschmeißen. Weil nämlich auf der einen Seite man schon sieht, dass die Ölindustrie merkt, oh, hier passiert was und wir müssen ein bisschen kämpfen. Und deswegen sieht man schon, dass eben Teile der Ölindustrie ja falsche Lösungen propagiert. Eben CCS, CO2-Abscheidung und Speicherung für fossile Energien, propagiert als die Lösung. Aber da sind noch viele andere Lösungen, die propagiert werden, die nicht funktionieren, wie E-Fuels für Autos oder Wasserstoff für Heizungen. Oder sogar, dass man in Kohlekraftwerke erneuerbar generiertes Ammoniak mitverfeuert und solche Dinge. Das sind alles falsche Lösungen, die im Prinzip nur dafür da sind, dass das Leben der fossilen Energien verlängert wird. Also das gilt es unbedingt zu vermeiden. Und dann, da würde ich auch sehr darauf achten bei der Konferenz, wenn über diese Themen gesprochen wird, wer das sagt und was der oder diejenige damit machen wollen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist in der Tat, alle Szenarien, die irgendwie noch 1,5 Grad erreichen, haben irgendwann am Ende des Jahrhunderts relativ große Mengen, die CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernt wird. Und das kann man entweder über Wälder machen, die sind aber ja nicht wirklich immer da. Die können auch eben abgeholzt werden oder abbrennen, insbesondere wegen dem Klimawandel. Deshalb ist das keine sichere Bank. Das andere ist eben so technologische Optionen wie eben Direct Air Capture, also wie man CO2 aus der Luft rausfiltert und dann den Boden verpresst. Das geht, ist aber sehr teuer. Und das Wichtige ist jetzt trotzdem, diese Technologien voranzutreiben, weil wir werden sie brauchen, ohne dass es dazu führt, dass man jetzt sich darauf ausruht sozusagen und sagt, wir können ja jetzt noch ein bisschen mehr emittieren, weil das können wir hinterher wieder aus der Atmosphäre rausholen. Das geht nicht, weil das hinterher aus der Atmosphäre rausholen wird immer teurer sein, als vorher die Emissionen eingespart zu haben. Herr Schwarze, da passt vielleicht die Frage eines Kollegen hin dran. Rechnen Sie mit nennenswerten Ankündigungen von wichtigen Initiativen oder Kooperationen, um die Treibhausgasemissionen zu minimieren oder eine stärkere Finanzierung klimafreundlicher Technologien zu erreichen? Also ich denke in der Tat, dass es im Bereich CDR oder CDR-Initiative, die an der der EU ja stark beteiligt wird, ist, Dänemark ganz vornweg, Ankündigungen geben wird, wie man gemeinschaftlich da stärker vorangehen kann. Durch die Vereinbarung im sogenannten Sunnyland Statement zwischen China und USA erwarte ich weitere Ankündigungen im Methanbereich. Das war als die zweite Säule neben der Verdreifachung von erneuerbaren Energien, sagen wir, der Kern des Übereinkommens zwischen China und den USA für diese Verhandlungen. Insofern erwarte ich einige in sektoralen Emissionsminderungen verankerte Ankündigungen dort. Die Frage ist, ob es jenseits dessen sozusagen bei den 43% Emissionsminderung, ob da tatsächlich wie im Stocktake jetzt gefordert bis zum Ende dieses Jahrzehnts, ob da jetzt Fortschritte auf dem Niveau passieren, da erwarte ich jetzt wenig. Aus dem reinen Naming and Shaming haben wir uns verabschiedet. Das ging noch unterm Kyoto-Protokoll, wenn ich an die Veteranen hier nochmal denken kann, dass das früher beim Kyoto-Protokoll sehr wohl um konkrete geleistete oder nicht geleistete Beiträge von einzelnen Ländern ging. Das wird es hier nicht, aber an der Stelle erwarte ich jetzt also mehr, nicht viel mehr als weitere neue Ziele kollektiv, aber ohne Ahnung, wie das dann tatsächlich umgesetzt werden kann. Bei den NDC-Prozessen, wo man ja selber auch noch einen Begleitprozess hat, wo man sagt, wir müssen besser werden, da sehe ich jetzt keine Ankündigungen im rechtlichen Bereich, wie man das stringenter machen kann, ob man vielleicht auch zum Beispiel
stärken, die Prozesse der CO2-Bepreisung stärken kann, so ein Non-Word immer in den Klimaverhandlungen. Das sind Dinge, wo ich jetzt keine wirklichen Fortschritte erwarte, sondern tatsächlich nur so wie genannt ein paar sektorale Einzelelemente. Finanzierung zählt allerdings dazu, ja. Uns haben zwei Fragen erreicht zum sogenannten Health Day. Also es soll auch eine prominente Rolle für das Thema Klimawandel und Gesundheit auf dieser COP geben. Und dieser Health Day ist am 3. Dezember. Zeichnet sich etwas ab, das in Bezug auf Gesundheit überhaupt verhandelt werden könnte? Also, Ja, Herr Höhne, wenn Sie mögen. Also es, sicherlich ist es gut, darüber zu reden, aber es gibt sehr viele verschiedene Tage, sehr viele verschiedene Thementage. Und manchmal denke ich ja, man redet über verschiedene Dinge, aber das wirklich heiße Eisen, nämlich Emissionsreduktionen bis 2030, greift man nicht an. So ist es bei Health nicht unbedingt, weil es wirklich ein sehr wichtiges Thema ist und vielleicht auch mehr, ja, mehr dazu beitragen kann, wie schwierig der Klimawandel werden kann und wie viel besser es wäre, wenn wir doch mehr Treibhausgasemissionen reduzieren würden. Aber ja, es ist halt eine riesige Veranstaltung. Es passieren sehr, sehr viele Dinge parallel. Und jeder einzelne dieser Teile hat seine Berechtigung. Und als großes Ganzes ist es halt zu sehen als Konferenz, die sich eben grundsätzlich, wo sich die Welt zu Klima trifft. Herr Schneider, weil Sie ja Teil der EU-Verhandlungsdelegation sind, finde ich, passt diese Frage gut zu Ihnen. Ein Kollege fragt, ist das Format der COP hinsichtlich Durchführung, also zum Beispiel Infrastruktur oder Ressourcen auch, und den Verhandlungsergebnissen, die vorgehen, aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß? Und wenn nicht, welche Alternativen sehen Sie? Ja, also ich denke, dass gerade diese wirklich Verhandlungen, wo wirklich um Text gerungen wird, das geht in jedem Fall nur vor Ort. Dafür müssen die Verhandler an einem Tisch sitzen und dafür ist es auch wichtig, dass sie dort vor Ort hinkommen. Es ist so ein bisschen wichtig noch zu verstehen, dass die Konferenz wie so zwei Konferenzen in einer ist. Das eine ist sozusagen der Verhandlungsprozess und das andere ist sozusagen wie eine Messe, kann man sich das vorstellen, wo Wissenschaftler, wo Wirtschaftsorganisationen, alle möglichen Menschen hinkommen und ihre Initiativen, ihre Forschungsergebnisse vorstellen. Es ist auch für viele Nichtregierungsorganisationen einfach das jährliche Netzwerktreffen, wo die sich eben einmal im Jahr persönlich treffen und ihre Pläne schmieden und so weiter. Man kann sicher die Frage stellen, ob es notwendig ist, so eine Konferenz mit 80.000 Leuten durchzuführen. Wahrscheinlich ist die Antwort nein, das ist nicht erforderlich. Andererseits ist es so, dass es eben als Netzwerktreffen auch einfach ein wichtiges Event ist, wo eben dann sehr viel Vernetzung auch stattfinden kann. Insofern ist es auch wichtig, dass Teilnehmer, die vielleicht nicht am Verhandlungsprozess direkt teilnehmen, sich vor Ort treffen und eben diese 2 Wochen dann dafür nutzen können. Gut, ich habe dummerweise hier unten rechts immer so eine Uhr mitlaufen und die sagt, wir sind eigentlich schon fast durch mit der Zeit. Und da wir ja immer am Ende gerne so eine kleine Abschlussrunde machen, in der Sie alle nochmal zu Wort kommen, muss ich jetzt leider mit den Fragen hier auch Schluss machen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Danke, dass Sie das sich eingebracht haben. Ich hätte gerne wirklich alle Fragen gestellt, aber ja, ist es leider, die Zeit ist fast durch. Aber ich würde wieder in alphabetischer Reihenfolge beginnen, Herr Höhne, deswegen zuerst an Sie die Frage. Und vielleicht in kurzer Form, ohne alles zu wiederholen, was wir in Details gemacht haben, aber was müsste passieren, damit die COP28 aus Ihrer Sicht etwas wird, bei dem wir sagen, das war ein Knaller, das war echt ein Erfolg? Ja, also erstmal bin ich schon zufrieden, dass sie überhaupt stattfindet, weil dadurch das Klimathema wirklich an Nummer eins ist, weltweit für 2 Wochen. Das ist eine der wichtigsten Funktionen dieser Konferenz. Und dann, aber was eigentlich passieren müsste, wäre, dass ja, die Welt umschaltet in den Notfallmodus und sich nicht mit dem kleinstgemeinsamen Nenner zufrieden gibt, sondern wirklich das Unmögliche möglich macht. Das wäre angemessen, das wäre dem Klimaproblem angemessen, das tatsächlich ein Notfall ist. Und wir haben in anderen Politikbereichen gesehen, dass wenn wir uns wirklich bedroht fühlen, dass dann Regierungen und auch wir als Gesellschaft Dinge tun können, die unmöglich scheinen. Und genau das müsste jetzt passieren. Ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass es passiert, aber was passieren muss, ist, dass ein klares Signal dieser Dringlichkeit gesetzt wird, eben mit einem klaren Ausstieg aus den fossilen, vielleicht noch sektoralen Zielen und neuem Geld auf dem Tisch. Dann sind wir einen guten Schritt weiter. Aber ob das ausreicht, das ist die große Frage. Da muss noch sehr viel mehr passieren. Herr Schneider, wie würden Sie beschreiben, was
die COP zu einem Erfolg oder vielleicht auch zu einem Misserfolg machen, oder aus Ihrer Sicht? Ja, ich denke auch, es ist wichtig, dass wir eine gute Entscheidung zur globalen Bestandsaufnahme haben, dass wir eine gute Mantelentscheidung haben, dass die möglichst konkret ist, dass sie möglichst konkrete Ziele gibt für einzelne Sektoren, für einzelne Gase, woran sich dann eben die zukünftigen Klimaziele orientieren können. Ich glaube, dass es politisch auch sehr wichtig ist, dass tatsächlich der Fonds für Verluste und Schäden operationalisiert wird, dass ein Prozess gestartet wird, um über globale Klimafinanzierung weiter zu reden, nachdem jetzt dieses 100 Milliarden Euro Ziel erreicht wurde. Und darüber hinaus ist für mich persönlich halt auch immer wichtig, dass die ganz technischen Verhandlungen, über die wir jetzt kaum gesprochen haben, dass die halt weitergehen. Um einfach mal so ein Bild zu geben, wir verhandeln jetzt sozusagen die Regeln, wie genau Länder dann ihre Emissionsziele am Ende bilanzieren werden. Und das ist ein wahnsinnig technisches Thema, wie diese Berichterstattungstabellen und wie diese Verschiebungen von Emissionsrechten zwischen Ländern bilanziert werden. Aber am Ende gelten dann diese Regeln für 190 Staaten. Sie werden im Konsens beschlossen und sie sind halt auch sehr wichtig für die Transparenz, damit Länder eben nicht sich schönrechnen können und sagen können, ja, wir haben hier was ganz Tolles gemacht, sondern es ist sehr, sehr wichtig, dass es diesen internationalen Prozess gibt. Dort gibt es auch eine Überprüfung. Die Ziele der Länder werden überprüft durch unabhängige Experten. Das wird dann in Gremien diskutiert. Es gibt keine Sanktionen, aber die Tatsache, dass überhaupt alle Länder ihre Emissionen berichten müssen, dass sie sagen müssen, haben wir unsere Ziele erreicht, haben wir sie nicht erreicht, dass das überprüft wird und dass diese Prozesse weitergehen. Und da werden auch wichtige Entscheidungen jetzt auf der Klimakonferenz getroffen. Das finde ich für den Prozess eine sehr wichtige Grundlage. Herr Schwarzer, ich weiß, es ist eine gemeine Aufgabe, als Drittes dran zu kommen, aber ich ja, also neue quantifizierte Klimaziele für 2030, Zusagen für einen neuen Rahmen der Klimafinanzierung, Global Climate Fund, auch eine Reform des internationalen Finanzsystems in konkreten Initiativen, die dort diskutiert sind. Das sind die Maße, an denen ich das messe. Wenn es keine wirklichen neuen quantifizierten Zusagen jetzt schon gibt, sondern wir am letzten Tag quasi mit dem Bestand von heute rausgehen, dann wäre es natürlich kein Erfolg. Ansonsten für mich auch noch ein Maß, weil die letzten Verhandlungen ja aus meiner Sicht eine der schlimmsten waren, die ich überhaupt je erlebt habe in Ägypten. Also eine offene und inklusive Atmosphäre, wo Demonstrationen nicht mit Polizeigewalt unterdrückt werden. Also das Gefühl, wirklich wieder in einer offenen und inklusiven Atmosphäre zu verhandeln in Dubai. Das wäre für mich also auch eine Mindestbedingung schon. Also wenn sich diese Tradition fortsetzt, die wir beim letzten Jahr hatten, dann wäre es aus meiner Sicht ein großer Misserfolg. Ja, da können wir wohl gespannt sein, wie das in den Vereinigten Arabischen Emiraten laufen wird. Herr Höhne, Herr Schneider, Herr Schwarze, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen spannende Tage, an denen Sie vielleicht auch nochmal dazu kommen, einfach mal durchzuschnaufen. Bin sehr gespannt, was wir von hier beobachten können. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Ihnen auch viel Spaß bei der Beobachtung, bei der Berichterstattung. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um hier zuzuhören, Ihre Fragen einzubringen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hätte, wie gesagt, gerne, also bestimmt auch die doppelte Zeit mit Ihnen hier noch weiter plauschen können. Vielen Dank dafür. Wie immer werden wir das Video und auch das Transkript so schnell wie möglich auf unserer Webseite zur Verfügung stellen. Ich kann Ihnen noch nicht genau versprechen, wann, aber schauen Sie gerne immer mal wieder nach. Vielen Dank und einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.